Hallo und herzlich willkommen Leute hier zurück auf meinem YouTube-Kanal. Wir sind jetzt hier schon in der 6. Folge unseres Pokémon-Projekts hier mit dem Flo zusammen. Heute bin ich ausnahmsweise auch mal wieder dabei. Jawohl, ja, ganz zufällig. Also, und vor allem diskutieren wir nicht vor jeder Folge drum, ob ich jetzt dabei bin oder nicht. Ja, wird schon langsam gut hier. Okay, ja, genau. Ja, wir haben jetzt ein bisschen trainiert. Und ich habe meine Tastenkombination umgestellt. Okay. Ich habe jetzt auf die liebe A-Taste die Starttaste gelegt. Egal, macht keinen Sinn, aber jetzt verklicke ich mich hoffentlich nicht mehr so. Okay, perfekt. Ja, was habe ich so gemacht? Ich habe meinen Eltern, habe ich das sogar ein Level hochgekriegt. Krass. Ja, ansonsten, Snackly wurde auf Level 11 gebracht. Und hat dazu noch die coole Aquaknarre erlernt. Kann ich eigentlich mal weiter vorstellen hier. Easy. Ja, und ich habe natürlich meine Blitzeboje auf Level 11 gebracht, weil ich meine Blitzeboje ist ja quasi die Essenz des Teams neben Grünohr. So schaut's aus. Ja, Flo, sag mal an, was hast du so gerissen? Ich war sehr vorbildlich. Ich habe Dödel auf Level 11, Ninja auf Level 11, God of War auf Level 11, Rosie auf Level 11 und Siglinde auf Level 11 trainiert. Es war scheiße anstrengend, Ninja auf Level 11 zu trainieren. Hat sich gelohnt, es hat Zugabe erlernt. Ja, dann wiederholt der Gegner durchgehend seine Attacke. Dödel hat nichts erlernt. God of War hat Furienschlag und Abschlag. God of War geht voll ab hier mit Schafklaue. Rosie hat Stachelspuri erlernt und Siglinde nichts. Und Harden, ja, ist dabei. Ja, der ist auch dabei. Dann habe ich mir noch ein paar Tränke gekauft, weil ich hatte nicht mehr so viel, jetzt habe ich 13 Tränke und 9 Pokébälle. Und ich denke mal, dann gehen wir die Mine erkunden und schauen, ob wir heute die Arena schaffen. Warum gehen wir die Mine erkunden? Ich meine, wir haben doch schon unseren Encounter, oder? Ja, aber wir kommen sonst nicht in die Arena rein. Ach so. Ich will hier niemanden spoilern, aber da könnte sich theoretischerweise jemand aufhalten, der wichtig wäre. Ach so, soll ich wieder Arena leider? Nein, nein, Quatsch. Warlord. Eigentlich kann ich nochmal hier meine Blitzeboje ein bisschen mehr OP machen. Ja klar, ist ja kaum trainiert bisher. Ja, das leuchtet nicht. Oh, bis jetzt gekommen. Ich mache ja gerade Zerstörung meines Warlords, vierfach effektive Absorber. Cool. Mal gucken. Bitterkuss. Ja, verwirrt dich. Es will dich gegen Hexen. Hexen, ja. Hier kommen lauter Viecher, die vierfach schwach gegen Pflanze sind. Das ist ja brutal. Kann ich mich eigentlich mit Aufruhr-Set? Oh, warte, ich wollte noch hochspeeden, ne? So auf 1,75, ne? Oder machen wir 2. Machen wir 2. Okay, machen wir 2. Dann kommen wir auch ein bisschen voran. Wir wollen ja auch was schaffen heute. Nein! Oh, Schlecker. Erstmal aufgegessen. Okay, komm. Es ist paralysiert. Ich hasse das so hart. Vor allem, das passiert nur, wenn wir aufnehmen, weißt du? Ja, ist doch immer so. Warum beim Trainieren? Das waren quasi die easiest Kämpfe of my whole life. Ja, klar, beim Aufnehmen. Ich bin schon beim ersten Trainer. Ja, super! Nein, ich verletze mich gerade vor Verwirrung selbst. Wow, ich werde auch super geschallt. Ha, jetzt bin ich weg. Kann ich verkaufen gehen. Danke. Nimmst du es mir übel, wenn ich nochmal kurz ganz schnell zurück zum Pokémon Center? Nein, nein, wir haben ja Zeit. Lampe verfolgt gerade übrigens deine Taktik. Es paralysiert mich und verwirrt mich. Das ist gute Taktik, gell? Super. Zum Glück ist es vergiftet, dann ist es nicht mehr so schlimm. Oh, ich bin nicht mehr verwirrt. Nice. Läuft hier. Dödel geht ab. Dödel geht ab. Und warum trifft der jedes Mal mit dem Superschall? Das gibt's ja nicht. Also, falls jemand die letzte Folge nicht gesehen hat und sich wundert, warum Hermine nicht mehr in meinem Team ist, fragt Tim. Ich weiß nicht, wovon du redest. Das, okay. Wo ist denn der erste Trainer übrigens? Der unten. Der da. Kann ich mit ihm reden? Ja, natürlich kann ich mit ihm reden, danach kämpft er halt. Geil. Oh, was hat denn der am Start? Oh, ein Blutzug, Alter. Ja, brutal overpowered. Komm, ich fahr jetzt mal meine Standardtaktik. Was? Ja. Easy. Easy, ich habe die Käfertafel gefunden. Nachdem ich 3 Käferviecher habe, die alle 3 keine Käferattacke können, oder? Er setzt Gesichter ein. Ach, warte, kann er mich jetzt mit normalen Attacken treffen? Was mach ich da? Ey, der Gegner, der spielt voll clever. Warum? Ja, der hat gerade Gesichter eingesetzt und kann mich jetzt mit normalen Attacken treffen. Warum müsst ihr mich eigentlich alle verwirren, Mann? Ich fasse jetzt mal kurz zusammen. Es gab bisher 2 Kämpfe. Beim einen wurde ich schön verwirrt und beim zweiten auch wieder. Naja, aber ich habe gerade ein paar Items verteilt. Ich habe gerade die Käfertafel gefunden. Bringt für meinen God of War was, der ja
die Zornklinge dabei hat. Ich habe ein Upgrade gefunden. Oh, damit kann ich Porygon. Hättest du Porygon als Start-Encounter genommen, hättest du das entwickeln können. Wollen die alle, dass ich crit? Jetzt habe ich die Scope-Linse, die ebenfalls crit erhöht. Also ist gefunden. Das da unten ist? Ist das zufällig hier? Das ist der Arena-Leiter, ja. Achso, ich habe nicht vorgelesen, du auch nicht? Egal. Ah, okay, ja, gut. Hat keiner gesehen, wie die Turtles kann mir. Und vor allem hat keiner. Nein, das wäre auch ganz sexy gewesen, meiner Meinung nach. Okay, ja, wär's. Bleibt eigentlich Verwirrung über mehrere Kämpfe erhalten? Nein. Ah, das ist gut. Also außer, ja, wenn du halt im selben Kampf drin bist, dann ja, klar, hast du nicht mehrere Kämpfe. Ja, auf jeden Fall, das ist meine neue coole Standardtaktik, die Para-Fusion. Ach Mann, okay, so schlicht ist es gar nicht. Jetzt wechsle ich aus, ich hab keinen Bock mehr. God of War regelt. Warum Smog, kommt der? Der du kommt. Bist verwirrt, du bist vergiftet. Ja, aber Crit, Vergiftung, perfekt. Was gibt's Besseres? Wenn ich durch Vergiftung sterbe. Also auf dem Weg, nicht in einem Kampf. Jetzt würde ich euch bitte gerne kurz auf meinen Bildschirm hinweisen. Wir haben eine Entwicklung. Oh, Dödel. Mein Dödel entwickelt sich. Oh. Er wird groß und immer größer. Wow. Wir müssen das Niveau etwas steigern. Gut, dann haben wir einen Pudox. Jetzt hast du kein Dödel mehr, jetzt hast du noch einen Pudox. Hat er lernt Pudox nicht auf Level 12 in der Attacke. Na, schade. Oh, wow. Ich will mein Dödel wieder. Also es ist immer noch Dödel, aber es hat so eine schöne Fähigkeit gehabt und jetzt kriege ich Vorahnung. Jetzt nur mal so regeltechnische Frage. Wenn ich jetzt durch die Gegend laufe und mir hier meine Blitzboje verreckt. Durchs Gift? Ja. Kannst nicht verrecken. In dem Spiel, wenn du noch ein KP hast und... Das heißt, dann gehe ich jetzt einfach mal kurz so ein Schlawiner, wie ich bin, auf grün oder auswitch. Oh, sieht Pudok schön. Ich habe eine Machtlinse gefunden, ja. Du kannst züchten, bis alle sterben. Nein. Das wird zu meinem Mono-Käfer-Team passen. Wünsch, dass da. Ah, ich weiß gar nicht, ob wir tauschen können. Das wäre bestimmt hart lustig. Ja, ich hoffe, dass bald mal mein liebes Kokuna aus dem Team rauskommt. Ich habe so das Gefühl, dass hier Schnabel deutlich effektiver ist als Doppelkick. Ach was. Sag bloß. So, ja. Mein Kampf braucht nur noch 3 Stunden, dann habe ich schon. Das ist ja super. Oh, ein Cursilla. Können wir gleich mal voll drauf fetzen, oder? Fetzen? Ja, du fetzt auch drauf. Fetzen, Alter, mit PF. Oh. Der Gegner hat ein Feuermonster. Flo, wolltest du schon immer mal fliehen? Ja, toll. Ist ein Trainer. Ja, ich habe God of War dazu bekommen. Wie viel macht die Zornklinge? Ich habe Käfertafel. Oh. Oh, okay. Okay. Kein Burn, danke. Warte, welches coole neue... Soll freed werden. Ja, easy. Weil Zornklinge verstärkt sich ja nach jedem Angriff, verdoppelt entweder die Kraft oder... Lass mal kurz Easy Snacky ausprobieren. Hier mal gucken, was die neue Aquaknarre so gerissen kriegt. Ah, ich würde sagen, war eine gute Investition. Der Trainer Wolfram, du, der ist... Der fetzt. Ganz schön der Schlingel. Easy. Wie weit bist du? Ja, also hast du den letzten Trainer ganz links? Ganz links? Ja, glaub schon. Oder? Habe ich den? Ist ja egal. Da, Gift löst sich auf, wenn du noch einen KP hast. Ja, ich werde es trotzdem nicht mehr einwechseln. Ach, ist das auch noch ein Trainer? Ja. Ja. Wenn Quickie machen musst. Ein Quickie in der Pause, easy. Honduster. Na, ich hab keinen Bock jetzt auf Kämpfen. Ich glaube, der stärkste Viech von der Arena Leiterin ist Level 14 oder so. Oh, den kann man super umtrappen. Wow. Einfach ewig. Außer da. Nein, der hat übrigens bei mir auch einen Duster. Zufall? Ich glaube nicht. Ah, super, Volltreffer. Ah. Nein, ja. Verteidigung steigt. Oh, zwischen Marsch. Oder auch nicht. Woher? Grüner Level 16. Wann entwickelt sich den Grüner? Ich weiß nicht. Könnte 16 sein. Oh. Wolfram. Entwicklung abbrechen oder nicht? Nein, natürlich nicht. Ich denke nicht. Warum denn? Okay. Dum, 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 dum. Yeah! Nidorino. Easy. Okay, nicht schlecht. Dann hatten wir jetzt 2 Entwicklungen in der Folge. Was ja. Knapp. Was will man mehr? Ich tue mal die Glinde nach vorne. Ich tue viel. Wer tun tut, der tut nicht gut. Ja. Und ich stelle mich mal vor die Arena hin. Ach, kannst du mal einen Gang runterschalten? Ich bin da... Oh, wird viel verflüssigt. Danke, Flo. Kein Problem. Du setzt aber auch immer.
Alter, nee, Rhythmus sieht schon geil aus. Verlässt sich selbst, ja, war klar. Easy, Blutsauger, komm. Macht 1 KP. Wow, ich bin so gut, ich geh ab. Ich warte mal vor der Arena auf dich, gell? Ich glaube, das heißt. Kannst du nicht fliehen? Ich bin auch dauernd geflogen, mein Dad. Geflogen. Geflogen, okay. Ich bin dauernd geflogen mit meinem God of War, ja, genau. Weißt du, du denkst, du siehst einen Sprint raus und legst Kids. Mach mal. Hopp, hopp. Ich warte auf dich. Renn ein bisschen schneller. Ja, der Turbo hat's gerade vollgebracht. Ja. Es hat alles verändert. Ich kann kurz noch nachschauen, ob ich genug Tränke, ob ich alle Items richtig verteilt habe. Live, Leben, Scope, Linse erhöht übrigens Volltreffer. Schafklau erhöht ebenfalls Volltreffer. Wahlglas, Roselia. Ich habe nur als Absorber als einzige richtig gute Attacke. Aber ich muss überlegen, ob ich es vor der Arena wegtun. Also vor der Arena-Leiterin meine ich, mich dann booste. Booste. Also. Gehen wir mal rein, oder? Gehen wir rein. Okay, ihr hört alle die Musik nicht, aber egal. Der Teenager Janus. Schauen wir mal, was der bei mir so auf dem Kasten hat. Evoli, oh. Geiler Scheiß. Soll ich das umtreten oder umschnabeln? Wie du willst. Oder um Energiefokussen. Umtreten würde ich dir empfehlen, weil es sehr effektiv. Ja, umtreten sowieso. Oh wow, es bleibt gehen. Zondlinge, wie macht das? 216 EP. Habt ihr es gerade gesehen? Das war sehr effektiv. Hat 1 KP gemacht. Jetzt musst du ein bisschen noch auf mich warten. Warum brauchst du? God of War, wach doch auf, du bist der Gott, du musst aufwachen. Mann! Mann, wie viel Sleep Turns kriege ich? Okay, wenn dann jetzt. Ha, ich hab mal richtig geraten. Danke. Was ist Illumise? Illumise, Käfer, glaube ich. Oh Gott, macht das wenig Schaden. Das ist doch shiny, oder? Nein. Ist das nicht im Normalfall rot? Nein. Echt nicht? Nein. Aber das gibt's auch in rot. Wie sieht ein Volbeat aus? Kann schon sein. Volbeat ist das Pardon dazu. Pardon, na, ich bin. Wobei, eigentlich wollte ich mir ja meinen Rotom hier für einen Bosskampf auf. Ja, ich gehe eh noch ins Pokémon Center dazwischen. Ah, ich mach noch mal kurz Oh! Warum kommen nur Wassermonster? Warum? Mann. Ja, Rosie. Kann sein, dass das wieder ein bisschen resisted wird. Also Käfer, ja. Käfer-resisted-Kampf immer noch. Ja, du hattest vorhin irgendwas vom Käfer gelabert. Ja, ist auch Käfer. Resisted, aber Kampf. Alter, Rosie too strong. Oh, Schnabel. Der oh. Lockduft! Viel zu viel Schaden. Ja. Siglinde. Kampf ist was anderes. Grüner Level 17. Oh. Oh, ich habe ein Problem. Ich nicht. Es kommt ein Ponyta. Dann geh doch in dein Wasserpoké. God of War ist angeschlagen. Ich glaube, ich gehe in God of War und heil's auf. Oder? Was soll ich sonst gehen? Ich könnte Dödel gehen. Aber, ja, okay, ich gehe mal in Dödel und schau mal. Aber eine Feuerattacke. Wenn, dann hat er Glut, aber ich bin ja speziell defensiv recht gut aufgestellt. Also sollte das schon gehen. Mein ganzer Stolz sind meine Gestein-Pokémon. Hallo, warte, gefälligst auf mich. Ach so. Mein Gott. Ja gut, also dann gucke ich mir jetzt mal hier die schicke Textbox an. Wir sollten es doch gemeinsam machen in der Arena-Leiter, weil das ist eigentlich schon ein recht großes Ereignis. Echt? Und ich gehe da lieber vor, lieber noch ins Sand. Okay, in der Zeit kann ich dich ein bisschen in deinem Kampf motivieren, Flo. Oh, easy crit, easy crit. Crit Poison. Kann man machen? Kann man machen, habe ich gehört. Okay, ich sehe schon, wenn die irgendein starkes Feuermon hat, bin ich am Arsch, aber... What the heck, wie viel EP gibt es? Ich gehe lieber auf Nummer sicher, ich habe zu viel Angst. Eigentlich hätte ich ja noch mit dem Typen Brille davor quatschen müssen. Der sagt immer so nette Sachen zu einem. Ja, da gibt einen Tipps, was du einsetzen musst für Attacken, wie zum Beispiel Wasser- oder Pflanzenattacken, weil es gegen Gesteins-Pokémon sehr effektiv. Ja, klar. Besonders, weil er so viele Gesteins-Pokémon haben wird, sicher in der Randomizer. Ja, das mir ganz sicher. Du da hin. Gerade bei 15 Minuten, ja, schaffen wir es also noch easy Arena-Leiter. Ja, easy Arena-Leiter, easy live quasi. Dann können wir sogar bei dir den Arena-Leiter vorlesen, weil du den nicht einfach wegdrückst.
Ich tue mal das Wahlglas weg, weil dann mit einem Wahl-Item kann man immer nur eine Attacke gleichzeitig einsetzen. Und mein Ziel ist es jetzt erstmal, mich zu boosten in der Arena und dann vielleicht durchzusweepen. Also mit Rosie durchzugehen. Okay, willkommen, dies ist die Arena von Erzeling. Ich bin Weid, der Arenaleiter. Mein ganzer Stolz sind meine Gestein-Pokémon. Als Arenaleiter erkenne ich dein Potenzial als Trainer. Aber ich muss mich von der Kraft deiner Pokémon im Kampf überzeugen. Oh, ich kann so gut singen. Der Dive-Pokémon. Versus Weid. Warum ist dein erstes auf Level 12? Ja, die Frage stelle ich mir auch, aber das juckt mich natürlich nicht, weil mein... Da ist Hermine! Wie viel Schaden macht ein okay, es dann kann ich es ja nochmal töten. Haha, wie lustig. Also natürlich hier, muss erstmal natürlich die Donnerwelle drauf. Ja, ich habe es auch gerade paralysiert. Es macht 7, okay, das heißt, ich tank nur ein. Ich habe jetzt diese Item Claws für mich weggetan, weil... Ja. Du hast sie nicht weggetan, du hast sie einfach vergessen. Ja! Ich glaube, ja. das ist auch in der verlorenen Folge passiert, als du realisiert hast, dass du irgendwie... Ja, so kann man es nennen. Dem sein Biss, der fällt ja mal ordentlich rein. Sollte ich selbst... Wobei... Ich glaube, ich hielt da voll die... Erstmal, wie ist der da durchgekommen? Wunderst du dich gerade, warum ich nichts sag? Er hat mir 7 KP Schaden gemacht. 7 KP. Ein Crit macht maximal das Doppelte, also 14. Ich hatte noch 15 KP und er crittet mich ausgerechnet da und kriegt einen High Roll, also mehr Schaden. Wollt ihr mich komplett verarschen? Ich hab nichts gegen diesen Trainer, nichts! Jetzt nur noch mal so eine Frage zum grundlegenden Ablauf. Mit wem war das gesoulinkt? Oh Gott, ich glaube mit deinem Intern oder sowas. Oder mit deiner Blitzeboje. Verdammt, wir hätten uns das vielleicht aufschreiben sollen. Ja, wir hören nach dem Dings, du darfst im Arena-Kampf darfst du es eh noch benutzen. Und danach hören wir eh auf und dann können wir nachschauen. Okay, aber dann. Moment, Rosie habe ich in der Höhle gefangen. Glaube ich. Das war mein stärkstes Mon. Oh Mann. Wenn du es in der Höhle gefangen hast, in welcher Höhle? Nicht in der Mine. Ah, okay. Nein, der setzt jetzt keinen Trank ein, der Pisser. Wow, ich habe keine Lust mehr. Ich hasse es. Ich hasse alles. Corpuzzi hätte ich einfach mit Rosie durchsweepen können. Und er... Wollte mich komplett verarschen! Also meine Blitzboje ist ja jetzt schon Level 13, Flo. Gleißendes Sonnenlicht. Warum muss ein Crit kommen? Mein Gott, wie viel macht die Akku? 6 KP Schaden hat sie. Wollt ihr mich verarschen? Ein Crit! Nochmal ein Crit! Holy shit! das ist es, glaube ich, gar nicht mal so. Das war Blitzeboje. Wollt ihr mich verarschen? Wie viele Crits kann man in einem einzigen Part bekommen gegen einen? Flo! Was kann ich denn dafür, wenn er mich zu Tode crittet? Ich hatte 18 KP, er hat 6 KP Schaden gemacht. Und ich hatte noch 18 übrig. Ich verliere das. Ich verliere gegen den Arenaleiter. Wow! Ich hab nichts gegen ihn. Das waren meine 2 stärksten Mons. Oh Mann. Was soll ich machen? Was hätte ich denn tun sollen? Was soll ich dagegen machen? Er hat 27.000 Crits in Folge. Was soll ich da tun? Da muss ich jetzt meine Blitzboje noch voll auskosten, diesen Kampf lang. Ja, es tut mir leid, aber ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Er crittet mich einfach zu Tode. Ich kann ihn nicht hochheilen. Mein Gott, nochmal. Oh, Konfusion. Na, es scheppert gar nicht mal so. Was ist denn das für eine... Sobald man mal... Das ist wirklich das Pech der YouTuber, meine ich. Ja, da haben wir übrigens ein bisschen Action in der Folge. Das kann doch nicht sein. Wow! Wie kann das? Das habe ich noch nie erlebt, dass ein Crit macht das Doppelte vom Schaden. Er hat mir 6 KP Schaden genommen. Mal 3, mal 2 ist nicht 18. Das kann mir keiner erzählen. Ähm,
Das heißt, ich kann das Viech eigentlich ziemlich sterben lassen. Ja, klar, es ist eh tot. Oh, und er crittet mich wieder. Warum kommt er eigentlich jedes Mal durch? Achso, weil er keine Parafusion wow, hat. Wow, was ist denn das? Bibur! Warum hat er einen Bibur? Oh mein Gott! Och, das Mann. Wird aber gegen mich nicht. Okay, Flo. verklickt. Nice. Ich schlaf eh noch. Easy Missklick, easy life. Also, wie lange schlafe ich bitte? Also, wie viel macht das? Ich verreck gerade halbwegs an den Pudox. Pudox saved mir gerade das Game, aber. Oh Gott, das macht gar nichts. Ah, mit den letzten 2 KP. Man trifft 5-mal? Natürlich, warum auch nicht? Mann, Flo, jetzt ist es gerade Level 14 gekommen. Das ist so unfair. Das ist so ungerecht. Es ist so ungerecht. Warum habe ich jetzt nochmal auf Trank gedrückt? Ich habe gedacht, klar, das ist. Da! Crit! Macht das Doppelte! Statt 2-4! Aber nicht das Dreifache! Keine Lust mehr. Dann Crit. Ich glaube, der hatte 5 oder 6 Crits in einem gesamten Kampf. Verdammt, jetzt hätten wir es natürlich noch vorlesen können. Aber auf jeden Fall bekommen wir jetzt hier mal unseren Kohleorden. Und zwar den offiziellen, keine billige Fälschung aus China. Schön. Geiler Scheiß. Jetzt können wir auch die versteckte Maschine zur Trümmer übrigens anwenden. Und wir bekommen eine coole TM. Ist das eigentlich immer dieselbe? Nee, ne? Mhm. Also angeblich bekommen wir Tarnsteine. Schauen wir mal, was wir jetzt bekommen haben. Also ich habe einen Nachthieb bekommen. Ich hab Doppelschlag. Okay, ich glaube, wir beenden hier den Part. Es ist eh schon langsam Zeit. Rest in Pepperonis. Ja, du weißt schon nicht ganz, also du musst auf jeden Fall dein Blitzdings und ich weiß nicht, wer noch mit ihm verbunden ist. Das schauen wir einfach. Egal, das fällt uns jetzt dann eh beim Schneiden auf. Ich beerdige meine 2. Ich verstehe es nicht. Okay. Beide also durch den Crit. Beide. Beim ersten war ich selbst schuld, aber bei den beiden. Das okay, ist so also wir haben schon mal 4 Leute in der Ripbox, dann ist es da wenigstens nicht ganz so einsam. Dann mach's gut, Blitzeboje, hast die Gegner gut rasiert. Und dann haben wir hier natürlich noch unser Elten. Darf ich mir davor das Item luxen? Ja, klar. Ach, Fokus gut. Wenigstens zu irgendwas war das Ding nutze. So. Ein Kampf hat das nicht gesehen. Ich habe jetzt noch übrig ein Portrott. Pudos und ein Saftmann. Keifel ist das Einzige, was mir gerade ein bisschen Hoffnung gibt, aber es hat scheiße Tag. Okay, ich sag nichts gegen Pudos, das hat mir hier den Seite gesichert. Ja, aber ansonsten ist das natürlich voll scheiße, ne? Okay, dann hätte ich mal gesagt, setzen wir zum Speichern an. Diesmal wird eine Menge gespeichert. Ich hasse dieses Spiel. Rage. Ich will nicht mehr. Warum? Warum macht ein Crit das Dreifache? Das hat es noch nie in meinem Leben gemacht. Und ich spiele dieses Spiel jetzt. Ich spiele Pokémon eigentlich schon recht lange. Und ich finde es aber nur gemein. Okay, auf jeden Fall dann. Vielen Dank fürs Einschalten auf jeden Fall. Falls ihr auch ähnliche Emotionen habt wie Flo, dann ab in die Kommentare damit. Liest man immer wieder gerne. Ja, ansonsten hoffen wir natürlich, euch hat die Folge gefallen, aber das tut sie natürlich sowieso, weil ich meine, das ist voll super. Diese Folge nicht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge. In dem Sinne, ciao! Tschüss.